So, und es geht wieder weiter mit hier. Moment mal, Bodenschnitzerei. Betrachtet es als erledigt. Okay, 50 EP. Ja, es geht wieder weiter mit Dragon Age Origins. Wir wollten in die tiefen Wege gehen, um Fildas Sohn zu suchen. Das machen wir jetzt natürlich. Okay, da stehen ein paar Leute. Es tut mir leid, aber ich kann euch die Front nicht ohne Genehmigung eines Dash hier passieren lassen. Und ich habe auch nichts von neuen Patrouillen gehört, die heute aufbrechen sollen. Was ich hier vorhabe, geht euch nichts an. Es wird uns etwas angehen, wenn wir eure Leiche bergen. Die dunkle Brut hat sich zurückgezogen, aber sie ist noch da unten. Entweder haben wir es endlich geschafft, was ich bezweifle, oder die Monstren sammeln sich zum nächsten Angriff. Sie haben bereits angegriffen, an der Oberfläche. Die Oberfläche? Aber ich dachte, das Ungeziefer wagt sich nur dann so weit nach oben, wenn... Wenn eine Verderbnis bevorsteht, mögen uns die Ahnen schützen, wenn dem so ist. Lasst ihr mich passieren? In die tiefen Wege? Nicht ohne die Verstärkung durch eine komplette Soldateneinheit. Oder die Genehmigung eines Deshier, es allein zu wagen. Orsama kann es sich nicht leisten, Bürger oder Ehrengäste bei Besichtigungen der tiefen Wege zu verlieren. Ist die dunkle Brut die einzige Gefahr in diesem Tunnel? Natürlich nicht. Ihr werdet auf Riesenspinnen treffen, Tiefenlauerer und anderes Gezücht. Ach, verdammt. Lasst sie mich passieren? In die Tiefen... Ach. Orsama kann es sich nicht Ich leisten, muss gehen, ja, lass. In eurem Interesse wünsche ich euch, dass ihr nie mehr herkommen müsst. So ein Scheiß. Jetzt dürfen wir nicht in die tiefen Wege, das heißt, wir müssen uns eine andere Aufgabe suchen. Die Suche nach Seneschal Bandelor, mit den Lords der Versammlung sprechen. Das Ganze ist im Diamantenviertel, das haben wir letztes Mal schon gelesen. Das können wir jetzt auch machen. Diamantenviertel. Einst bestand das Königreich der Zwerge aus 12 mächtigen Teigs, die in ganz Tedas verteilt und ich konnte nicht mehr weiterlesen. So, wo ist das denn jetzt? Steht da noch etwas weiteres? Die Führung von Orsama liegt im Chaos. Mit der Versammlung zu sprechen scheint ein richtiger erster Schritt auf dem Weg zu einer Lösung zu sein. Die Kammer der Versammlung befindet sich im Diamantenviertel. Okay, wir müssen nach einer Kammer der Versammlung suchen. Ah, Kammer der Versammlung, da ist sie doch. Da geht's jetzt hin. Aktuelle Nachrichten. Lord Balen behauptet, Lord Harrowmont weiter Kurs gegenüber der... Orsama stellt Lord Harrowmonts Fähigkeit in Frage. Ja, genau. Der wow, Balen-Fanatiker, schon wieder. Und die wollen uns hier mitten auf der Straße, sag ich mal, umbringen. Das ist ja überhaupt nicht hier. Die haben überhaupt keine Manieren. So geht das doch nicht. Die können sie doch nicht einfach mich umbringen. Was soll denn das? So sterbt ihr. Verdreckten, was weiß ich was. Zwerge. Die sind auch ganz schön stark, fällt mir auf. Und sie sind besiegt. Yeah. Wie wundervoll. Dann noch schön alles einsammeln. Und jetzt ins in die Kammer der Versammlung. Ich werde es tun. Oh, hier ist gleich eine Quest von Vartek. Oder Vartak? Wahrhaft tollkühn, zu mir zu kommen, nachdem ihr Prinz Balen beim Tornei vorgeführt habt. Ihr wisst doch, wer ich bin. Vartek Gevorn, der oberste Berater des Prinzen. Ich möchte zu meinem Bruder. Das macht ihr auf eine seltsame Art deutlich. Warum sollte Balen euch jetzt empfangen? Ich will ihm sagen, dass er sich zurückziehen soll. Er wird niemals König sein.
Ich hoffe, ihr behaltet euren Humor auch dann noch, wenn die Versammlung Harrowmont bei der Wahl die Tür weist. Hat er jetzt eine Quest für uns oder nicht? Ich habe euch nichts mehr zu sagen. Ich habe euch nichts mehr zu sagen. Ja, du kleines Opfer. Die Versammlung tagt gerade. Wenn ihr leise seid, könnt ihr hinein und... Euer Verstand muss zu Staub zerfallen sein, wenn ihr glaubt, dass wir das zulassen. Die Hälfte der Häuser fiele ohne den Handel mit der Oberfläche dem Ruin anheim. Der Vorschlag gilt nur so lange, bis gewährleistet ist, dass die Oberflächler uns respektieren. Damit ihr bequem die ganzen Verträge übernehmen könnt. Eher pflanze ich euren Kopf auf eine Speerspitze. Dashiers, Lords und Ladies der Versammlung. Ich habe zur Vermeidung von Gewalt bereits die Wachen verdoppelt. Reicht das immer noch nicht? Seneschall Bendelor, Belens Anhänger fesseln uns die Hände mit Banalitäten. Wir könnten ebenso den Stein abtragen und den Himmel hereinlassen. Ich schlage vor, wir stimmen ab. Und ich schlage vor, dass ihr Bekanntschaft macht mit meinem Familienstreitkolben. Genug! Die Versammlung vertagt sich, bis die Mitglieder sich wieder beruhigt haben. Seneschall Bandelor? Bei allen vom Stein verlassenen Narren und Staubfressern. Es ist also wahr. Der Verbannte ist zurück und wir sollen euch als Gast die Ehre gewähren. Ich bin jetzt ein grauer Wächter. Dafür habt ihr Respekt verdient. Als verlorenes Mitglied eurer Familie weniger. Wenn die Versammlung das doch nur auch so sähe. Doch trotz allem Respekt für eure Position wird man euch erst anhören, wenn auf dem Thron wieder ein König sitzt. Eine Verderbnis naht. Beunruhigend, aber ohne Bedeutung gemessen an unserem leeren Thron. Die Versammlung ist gegenüber allem anderen blind. Ist der Stadt denn gleichgültig, ob die Welt untergeht? Das hier ist ihre Welt. Und die ist schon mit König Endrins Tod untergegangen. Lässt sich dieser Stillstand irgendwie aufheben? Ich gebe zu, Wächter, da bin ich selbst ratlos. Es liegt an Prinz Belen und Lord Harrowmont. Und in diesen unsicheren Zeiten sind beide sehr misstrauisch. Ich wünschte, ich hätte mehr für euch tun können. Na toll. Wächter, ich fürchte, die Versammlung debattiert immer noch. Was kann ich für euch tun? Dazu müsste man sie schon zwingen, fürchte ich. Ach, verdammt, dann reden wir nochmal mit dem. Ich habe euch nichts. Ja, schön, dass du mir nichts mehr zu sagen hast. Wie läuft's mit den Quests? Bruder Burkel möchte in Orsama eine Kirche gründen, um den Zwergen den Gesang des Lichts nahezubringen. Allerdings benötigt er dafür die Genehmigung der Halle der Bewahrung. Du hast Bruder Burkel versprochen, dass du in seinem Namen mit dem Bewahrer der Erinnerungen sprechen würdest. Du findest den Bewahrer im Adelsviertel. Das kenne ich noch gar nicht. So, dann müssen wir noch zum Türkel der Magi. Das können wir natürlich nicht aufmachen. Nicht machen, die Quest. Lege Chavia und ihrer Kater das Handwerk. Die Urne der heiligen Asche. Moment. Okay, Moment. Also, wir müssen den Sohn finden, eine Kirche machen und so einen Fingerknochen finden. Nur wo finden wir einen Fingerknochen? Hier bin ich. Vergesst es. Keine Ahnung, warum der mich jetzt angesprochen hat. Vielleicht bin ich nur aus Versehen draufgekommen. Ach, die Halle der Bewahrung, da ist es doch. Und da müssen wir hin. Und zwei neue Quests, verdammt. Dieb! Wer wagt es, die... Wächter, ich bin entsetzt. Ein Dieb in der Halle der Bewahrung. Wie tief sind wir gesunken. Habt ihr ihn gesehen? Ja, er hatte eine Glatze und trug ein gar schreckliches Zeichen auf dem Kopf. Fast so, als wäre er stolz darauf, kastenlos zu sein. Man stelle sich nur vor. Er ist jetzt sicher irgendwo in der Stadt des Staubs. Als würde er dort einen Käufer für das gestohlene Buch finden.
Die kennen doch seinen Wert gar nicht. Ein Dieb im Haus des Lernens. Und da ist noch eine Quest von Orta. Oh, Verzeihung. Sucht ihr etwas Bestimmtes? Nicht, dass ich wirklich helfen könnte. Ich kenne die Bibliotheken selbst nicht sehr gut. Ich stelle nur einige Nachforschungen an. Was für Nachforschungen? Ich suche eigentlich etwas über den Ordenteig. Wir haben ihn während der letzten Verderbnis verloren und es gibt darüber kaum noch Unterlagen. Orten war ein altes Adelshaus, das von dem Paragon Orten abstammte, der das große Epos von den sieben Brüdern und die Ortanische Symphonie komponiert hat. Die Familie meiner Mutter glaubt, dass wir von Kelana Orten abstammen, die gerade in Orsama ausgebildet wurde, als der Teig fiel. Ich wurde sogar nach dem Haus benannt, Orta. Unglücklicherweise lägen alle Unterlagen in den Ruinen des Teigs. Irgendwo in den Tiefen... Ich bin ein grauer Wächter und fürchte die tiefen Wege nicht. Ein grauer Wächter? Mutter sagte immer, wenn jemand den Teig finden kann, dann sind es die Wächter. Ich hörte, sowohl Prinz Belen als auch Lord Harrimond hätten kürzlich kleine Gruppen hinausgeschickt. Ja, wenn ihr den Teig findet und dort irgendwelche Unterlagen, sollte das ausreichen, um zu beweisen, dass ich eine Adlige bin. Wenn das ginge, wenn ihr danach suchen würdet, das wäre zu schön. Ja, gerne doch, meine liebe Orta. Mit dem Bewahrer, da zu dem kommen wir gleich. Hier hinten ist weiter nichts mehr. Okay, das heißt, wir reden jetzt mit dem Bewahrer. Als ich diese Halle das letzte Mal durchschritt, war Endrin König und Orsama lebte in Frieden. Die Erinnerungen berichten oft davon, wie schnell Veränderungen über uns hereinbrechen. Aber sie mitzuerleben, ist etwas anderes. Entschuldigung, Wächter. Ich sollte einen Fremden nicht mit solchen Gedanken belasten. Ich bin Sibor, der Bewahrer der Erinnerungen. Ich bin Orsama nicht fremd, Lord Bewahrer. Eure Verbannung steht in den Erinnerungen, Wächter. Es tut mir leid, aber Orsama ist nicht eure Heimat und ich bin nicht euer Bewahrer. Wir alle müssen den Regeln der Ahnen gehorchen. Ich erbitte eure Erlaubnis, hier eine Kirche zu gründen. Das ist ein seltsames Ansinnen. Sind euch in eurer kurzen Abwesenheit die Oberflächler so sehr ans Herz? Ich komme im Namen von Bruder Burkel, einem Kleriker aus Redcliffe. Oder? Das dachte ich mir. Er trägt diese Bitte nicht zum ersten Mal vor. Meine Antwort an Bruder Burkel ist dieselbe. Und ich frage auch euch, aus welchem Grund sollte ich die Ahnen beleidigen und mit 2000 Jahren Tradition brechen? Wem würde es schaden, ihn predigen zu lassen? Wo immer die Kirche bei den Menschen Fuß gefasst hat, hat sie jeden vorherigen Glauben verdrängt. Wenn wir diese Prediger in Orsama zulassen, wie lange würde es dann dauern, bis die Ahnen keine Stimmen der Verehrung mehr vernehmen würden? Wollt ihr warten, bis eine Menschenarmee euch bekehrt? Wenn ihr Orsama von innen heraus bedrohen wollt, besitzt ihr offenbar keinerlei taktisches Geschick. Bruder Burkel hat das auch gesagt, aber Orsama kann sich durchaus selbst um alle kümmern. Aber der Gesang muss in allen Ecken der Welt erklingen. Bis jetzt ist die Welt wunderbar ohne euren Erbauer zurechtgekommen. Ich verspüre keine Eile, das zu ändern. Falls es nichts anderes gibt... Darf ich noch andere Fragen stellen? Wenn es die Erinnerungen der Ahnen betrifft, bin ich der Mann der Wahl. Was möchtet ihr wissen? Eigentlich muss ich jetzt gehen. Ihr kommt von außerhalb, Wächter, aber... Ihr steht nicht außerhalb des Gesetzes. Gefährdet ja nicht die Stabilität von Orsama. Ah, verdammt. Ah, ihr seid zurück, Wächter. Eure Anwesen... Wir können also nichts mit der Kirche machen. Ja, was machen wir denn jetzt? Erstmal würde ich sagen, gehen wir wieder ins Ständeviertel. Oder vorher nochmal zu Harrowmont. Aber der Part ist ja jetzt gleich schon wieder um. Leider auch. Aber das muss sein. Aktuelle Nachrichten! Lord Harrowmont kann eigentlich... Ach,
Obwohl, dann machen wir hier den Schnitt und sehen uns zum nächsten Mal wieder, oder? Also bis dann, haut rein.